Mein Gott, ist das Jahr schon wieder um. Hallo zum Quapcast, dem letzten Quapcast in 2012. Und wir haben wieder vier tolle Spiele für euch. Unter anderem den Nachfolger von Cut the Rope von Zeptolabs, das neue Spiel Pudding Monster heißt das. Und einen deutschen Titel, der den deutschen Entwicklerpreis abgeräumt hat in der Mobile-Sparte, Royal Revolt. Also dranbleiben, mit dabei ist wie immer der Bernd. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 38. Folge des Quapcasts, unserem Mobile Apps Podcast, der quasi die beiden Städte am Niederrhein und, was ist denn das bei dir eigentlich? Ist das noch Ruhrgebiet? Ist das schon so das der Anfang Westfalen oder? Das ist Ruhrgebiet, meine Güte. Okay, also Mörs und Dortmund werden verknüpft, um die besten Mobile-Titel dieser Welt einfach nur zu präsentieren und uns nett darüber zu unterhalten und uns bei Leuten anzubiedern, die diese Titel produzieren. Ne? Schön umschrieben, unseren Cast, oder? Hallo Bernd. Ja, hallo, hallo Micha, hallo, ja, ich sag's gerne, Fans im Chat, solange es mehr als einer ist, sage ich das. Es sind tatsächlich, also hier, wenn ich mal so die Leute, die Nasen, die Gesichter erzähle, dann sind das mit mir bestimmt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, also kann ich schon nicht mal in einer Hand. Eine Hand reicht nicht, ja, nee, genau. Amtlich. Nee, genau, aber wobei Anbietern liegt mir jetzt... Liegt mir eigentlich fern. Also wenn was gut ist, dann muss es auch gesagt werden. Und das, wir suchen ja, hatte ich auch schon mal gesagt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich suche eigentlich jetzt auch nichts Schlechtes raus, weil mir das zu blöd ist, irgendwie was rauszusuchen und dann drauf rumzuhacken. Das stimmt, das geht mir auch oft so, nur manchmal picke ich mir irgendwas raus, von dem ich denke, das ist echt super und dann ist es dann doch nicht so gut und deshalb nehme ich es dann trotzdem, um der Nachwelt quasi so einen Hinweis zu geben, der Nachwelt vor allen Dingen. Guckt es euch nicht an, kauft es euch nicht, es ist zu teuer, es ist zu, ich weiß auch immer. Ne? Ja, darf's ja auch. Freust du dich denn schon auf Weihnachten? Ach, überhaupt nicht. Also Weihnachten ist doch so eine, schon so eine lästige Pflicht. Und wenn man dann auch noch einigermaßen viele Termine in der Verwandtschaft hat, dann kommt man ja gar nicht dazu, die Sachen zu machen, die man eigentlich, also worauf man sich ja eigentlich das ganze Jahr gefreut hat, nämlich wenn man mal ein bisschen Urlaub und Freizeit hat, dass man vielleicht mal wieder ein paar Spiele spielt oder sonst irgendwas. Nee, da jettet man nur durch die Gegend und ach, ist doch auch egal. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute, die sagen, ja, dann hast du deine rote Robe an und deine Mütze auf und gehst hoho durch den Kamin durch. Nein, das bin nicht ich. Nee, aber du hast jetzt wieder lang geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, für solche Sachen wurde das erfunden, der Spruch. Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn man wie du viele Termine in der Verwandtschaft hat, dann hat man immer das iPhone am Start. Ne? Da kann man sich hier aus dem Quapcast immer die geilsten Spiele raussuchen und dann eben schön unterm Tisch spielen. Ja, genau, das unterm Tisch spielen. Das wäre übrigens tatsächlich auch mal eine interessante Kategorie. Ne? Also wenn man wirklich mal so eine Wertungsbox oder so eine Wertungsinfo machen würde für Spiele, die dann so die Kategorie ist unter dem Tisch spielbar. Ne? Weil gerade wenn man so im Familienkreis ist, ist es ja nicht immer so gern gesehen, wenn man die Mobile-Geschichten auspackt und mal eben während sich Oma und Onkel unterhalten, dann eine Runde Doodle-Jump spielt oder Angry Birds, ne? Jetzt habe ich auch die ältesten Birds. Titel rausgepackt. Ja, das sind die, die du kennst, ne? Natürlich, mehr kenne ich ja nicht. Ja. Aber deshalb machen wir ja diesen Cast, damit du mich immer mit mindestens zwei tollen Apps versorgen kannst und ich versuche dann auch immer so ein bisschen dagegen anzustinken, indem ich auch einfach mal im Netz so suche, was man so findet und finde dann natürlich immer die besseren. Ist ja logisch. Genauso wie heute, denn heute habe ich ja den entwicklungstechnischen Nachfolger von Cut the Rope, ne, von Zeptolab, die jetzt ein neues Spiel rausgebracht haben, und zwar exakt heute. Also brandneu, riecht noch frisch, aber du hast, glaube ich, noch irgendwie ein, zwei Sachen aus der Mobile-Welt, die du uns mitteilen möchtest, oder? Ja, riecht vor allem nach Pudding. Stimmt. Ich möchte schon mal sagen, ich werde den Namen nicht mehr nennen, das darfst du gleich selber machen. Ich finde den Namen extrem, extrem unoriginell. Aber gut, da kommen wir dann gleich zu. Ja, also Mobile-Welt. Also generell wollte ich erstmal an alle Leute sagen, die das jetzt zeitsouverän, zeitnah hören oder auch sogar live hören. Im Moment gibt es richtig viele Sales. Ja, also ich kenne das ja. Man nutzt als Entwickler jeden Feiertag und irgendwie jede Möglichkeit, Dinge runterzusetzen und dann, sagen wir mal, seine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren, weil man dann irgendwie sagt, okay, das ist jetzt der Weihnachtssale, da kann man nochmal was runtersetzen. Und es sind richtig viele Sachen runtergesetzt.
als Beispiel, weil ich es gesehen habe, wenn da Leute drauf abfahren, zum Beispiel Infinity Blade 1 und 2, also durchaus relativ hochpreisige Sachen, die sind stark reduziert. Also wer da irgendwie ein bisschen Nachholbedarf hat, direkt mal nachgucken, kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Ich habe auch gesehen, dass irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch ist, aber vor ein paar Tagen waren die ganzen Titel von Half-Break Studios waren für lau. Ne? Also sowas wie Jetpack Joyride und sowas konnte man eben so zack sich einsacken, ohne auch nur einen müden Cent oder einen Pfennig dazulassen. Ich meine auch, die erste Episode von The Walking Dead war kostenfrei. Richtig, ja, das auch. Also das tatsächlich auch. Eine ganze Menge, also wirklich interessanter Titel. Wobei ich muss ja zugeben, ich habe noch keinen von den Telltale Games Adventuren auf dem Tablet gespielt. Ich habe die bis jetzt immer nur an der Konsole oder am Rechner gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie die laufen. Hast du mal irgendeins von den hier Tales of Monkey Island oder Walking Dead oder Sam & Max? Nee, also tatsächlich auch nicht auf dem Smartphone. Und ich muss gestehen, ich habe mir selbst die kostenfreie Variante von dem Walking Dead nicht runtergeladen, weil ich muss ja gestehen, ich warte und hoffe immer noch drauf, dass für die Xbox zum Beispiel, wenn dann alle Sachen rauskommen, noch eine Retail-Version kommt, die ich mir gerne in Schrank stellen würde. Also ich habe es mir weder auf der Xbox jetzt geholt, noch auf dem Tablet. Ja, auf jeden Fall Weihnachtszeit, viele, viele, viele Angebote und nicht nur die Titel, die wir heute genannt haben, die sind nicht alle im Angebot, aber viele, die wir im Quapcast auch schon hatten. Was hast du denn noch aus den Sales-Geschichten? Genau, also noch eine News, die Gerücht gespickt ist, aber da sind wir uns nicht so schade drum, diese Gerüchte weiter zu verbreiten. Da geht es um HTC. Und zwar gibt es die Gerüchte in der Branche, dass die Shipment-Nummern, die Auslieferungsgrößen, die HTC von ihren Smartphones plant, für 2013 nach unten reduziert werden. Und da wird auch schon wieder direkt gemutmaßt. Das liegt daran, dass, ja, das ist auch eine Sache, die man beobachten kann. Als ich mein HTC Desire gekauft habe, da waren die auf Augenhöhe mit dem Samsung Galaxy S1. Das waren so die beiden führenden Geräte. Und mittlerweile hat zumindest gefühlt als Konsument HTC so ein bisschen an Bedeutung verloren. Und solche Zahlen würden das halt schon belegen. Ich lese hier allerdings auch, dass die sich auch, auch das vielleicht so als Reaktion auf Apple und Samsung so ein bisschen mehr auf Windows 8 fokussieren wollen. Und das fände ich also schon interessant, ne? Also, wenn HTC jetzt auch noch Windows 8 Sachen rausbringen würde. Tun sie es nicht schon? Sie tun es. Also, ich sehe hier auch gerade in dem Artikel. Ja, aber das würde ja so klingen, wenn sie sich darauf fokussieren, dass sie eben die Android-Menge runterschrauben und die Windows 8-Geschichten deutlich erhöhen. Oder was heißt deutlich erhöhen? Genau, also zumindest in die Richtung geht der Artikel, dass sie sich ja so ein bisschen verlagern. Genau, also hier sind tatsächlich Windows 8 Geräte, die auch interessanterweise so genauso bunt sind wie die Nokia Geräte, die man so kennt. Ja, also ist, glaube ich, zumindest gefühlsmäßig keine besonders leichte Zeit für HTC im Moment. Aber so ist das halt, ne? Wenn zwei Große sich streiten, freut sich nicht immer der Dritte, ne? Das stimmt. Und Samsung und Apple, die teilen sich ja wirklich munter den Markt auf, kann man ja schon was sagen, ne? Gefühlt auf jeden Fall. Wobei die sich ja nicht nur den Markt aufteilen, ja klar. Also Samsung ist ja nicht alleine auf Android, wobei Apple natürlich sein eigenes Betriebssystem da hat. Aber ich glaube, man kann auch sogar sagen, dass Samsung schon so ein bisschen der Marktführer im Android-Bereich ist. Insofern gucken alle anderen Hersteller so ein bisschen in die Röhre. Aber ich will es auch gar nicht so sehr vertiefen, weil es halt eine, wie gesagt, so eine Gerüchte-Meldung. Man weiß ja auch nicht, wie genau die da ist. Okay. Eine Sache habe ich noch, wenn du mir noch zuhörst. Klar. Ja. Nee, also wir hatten es nicht im Grabcast, weil das ist halt wirklich eine ganz, ganz alte App, ein ganz altes Spiel, das sehr, sehr erfolgreich war. Ich glaube, das ist sogar ist definitiv vor Angry Birds rausgekommen und ich glaube sogar vor Doodle Jump. Ja, richtig. Pocket God. Mhm. Doodle Jump weiß ich nicht ganz genau, aber vor Angry Birds bin ich mir relativ sicher. Und das hat jetzt passend zu Apokalypse zu kommenden, also schnell den Quapcast auch noch hören, bevor es nicht mehr geht. Ach komm, jetzt, ich dachte, wir können uns da wirklich von drücken, irgendwelche Weltuntergangsbrüche zu machen, aber nein, die Ehre geht an dich, hast du geschafft. Ja. Nee, also, was ich sagen will, das 47.
Content-Update, natürlich auch kostenfrei, wie alle anderen Content-Updates, kommt jetzt raus und ist der Studio verkündet, dass es auch das letzte Content-Update ist. Sie machen es, deswegen bin ich auch drauf gekommen. Sie spielen ein bisschen mit der Apokalypse, das heißt auch, also bei Pocket Club hatten die ganzen Content-Updates immer so Namen, ja, so Kapitelnamen so ein bisschen, und das heißt, das letzte heißt Apokalypse Au. Und ja, ist jetzt, warum erwähne ich das überhaupt? Ich finde es halt bemerkenswert für eine App, die, ja, so hier steht auch einer der Bestseller von 2009 und 2010, wirklich so lang frisch gehalten wurde. Das ist halt, da rede ich ja immer von, das muss man halt machen. Das ist halt viel Aufwand und viel Arbeit, so eine App wirklich über einen so langen Zeitraum auch wirklich aktuell und frisch zu halten. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist tatsächlich eine der ersten Apps, die ich so mir angeguckt habe, die so ein bisschen was anderes waren und wo ich auch so die ersten 15 bis 20 Updates auch noch wirklich mit Begeisterung verfolgt habe. Und dann habe ich das so ein bisschen aus dem Auge verloren, immer nur gesehen, okay, da kommt so zwei, dreimal im Jahr so kamen immer irgendwelche neuen Sachen noch dazu. Dann gab es Comics irgendwann, ne? Dann gab es irgendwie so ein Tie-In von der Apps in die Comics und was weiß ich nicht alles. Fand ich schon faszinierend, denn man hat nur einmal Geld ausgegeben. Ne? Das muss man ja tatsächlich so sehen. Genau, also da ist es jetzt auch nur ein Beispiel. Ich erwähne es bei einigen Publishern, die ich halt kenne, auch, dass die es halt so machen. Also Rovio mit Angry Birds ist ein anderes Beispiel, da wird halt auch laufend nachgeliefert. FDG sind auch dafür bekannt, dass sie halt ihre Spiele immer wieder mit Level, kostenfreien Level-Updates hochpumpen. Da gibt es ein paar andere mehr, die das tun, und so muss es halt auch sein. Ja? Das heißt, wenn wir manchmal die Diskussion haben und dass Leute selbst 89 Cent schon ein bisschen zucken und sagen, da steckt halt richtig, also da steckt sowieso so viel Arbeit drin, und da steckt gerade bei solchen Leuten noch viel mehr Arbeit drin, weil da halt immer was nachgeliefert wird und der Kunde eigentlich total, im Prinzip. Genau. Aber gut, was ich noch sagen kann, hier steht, dass sich die Entwickler, weiß gar nicht, wer ist denn das? AMA, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, die fokussieren sich danach auf einen Endless Runner. Also zumindest klingt es wie ein Endless Runner. Pocket God The Runs. Okay, dann werden wir wohl definitiv diesen Titel auch mal haben, weil wir sind ja unser Untertitel des Squabcasts. Könnte ja schon sein, der Endless Runner Cast. Ja, und du hast natürlich dankenswerterweise, um das zu untermauern, hast du wieder heute einen ausgesucht, ne? Ja, so muss das sein. Aber genau, das ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal tatsächlich auch nachlegen und unsere vier Apps präsentieren, die wir heute reinschmeißen. Micha? Zum Fest, zum Weltuntergang. Jetzt hast du es gesagt, jetzt darf ich auch. Ja. Micha? Hast du Bauchbinden? Natürlich habe ich Bauchbinden. Möchtest du die direkt jetzt schon drin haben? Also, wir haben heute Wonderput, Royal Revolt, Into the Dead und Pudding Monsters. Das war korrekt bis hierhin. Ja, ja. Bis vier kann ich noch zählen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die alle wieder zusammengesucht hatte, aber es hat funktioniert. Mit welcher App möchtest du anfangen? Ich fange mal mit einer App an, die ich schon vorher machen wollte, aber die auf deinem alten, und jetzt ist es auch gleich wieder raus, iPad nicht funktionierte, denn der Herr Schlieper hat ein neues iPad. Korrekt. Und insofern habe ich sogar noch ein paar andere Titel in der Hinterhand, die immer bei dir entweder nicht gelaufen sind oder wie dieses hier auch gar nicht dafür konzipiert wurden, weil das steht auch in der Beschreibung erst ab iPad 2. Mhm. Und genau, Wonderput ist die App, und der Publisher ist Damp Gnet. Bitte nicht fragen, was das heißt. Ich habe keine Ahnung. Merkwürdiger Name. Das Ding kostet 89 Cent. Nur für iPad. Ich glaube, wenn man es gleich sieht im Livestream oder wenn wir es gleich beschreiben, weiß man auch warum. Nur für iPad. Und auch leider nicht für Android erhältlich. Was ist denn das eigentlich? Ich würde mal sagen, das ist ein ungewöhnliches Minigolf-Spiel. Klingt jetzt nicht so funky oder so. Das kommt dann gleich. Und das gibt es schon länger als Flash-Spiel. Und der Trick oder die Besonderheit an diesem Spiel ist, dass man also erstmal sind die Level und die Löcher sehr, sehr abgefahren. Über Mechanismen, wie man da einen kleinen Ball ins Loch kriegt. Aber der Witz an dem ganzen Ding ist, dass alles auf einem großen Screen funktioniert, der auch nicht scrollt. Ja, der Screen oder beziehungsweise dieses Gebilde oder dieses Bauwerk fast, das bewegt sich natürlich. Da werden dann irgendwelche Röhren hin und her gefahren oder. Mein Liebling sind halt, vielleicht sieht man das gleich sogar, vielleicht, weiß ich nicht, sind die Kühe, die irgendwie
den Kurs quasi abgrasen und von einem UFO dann hochgeholt werden. Das ist alles richtig, richtig, richtig cool und funktioniert ganz tadellos auf dem iPad. Wie gesagt, es ist ein Flash-Spiel, was man mit der Maus spielt. Also, ne? Also die Bedienung ist relativ einfach. Man zieht mit der Maus dann quasi einen Pfeil lang, kann quasi insofern die Richtung bestimmen, in die man schießen möchte, und die Länge des Ziehens oder wie lange man den Pfeil zieht, bestimmt dann halt die Stärke. Und genau das wurde so 1:1 auf dem iPad umgesetzt, und ich bin der Meinung, funktioniert sogar besser als im Vorbild. Aber auch nicht oft, dass eine Portierung oder eine Umsetzung wirklich, ich meine, schon fast dafür wie gemacht scheint, auf dem iPad spielbar zu sein. Man sieht es jetzt tatsächlich, wenn Micha ein bisschen Skill zeigt, kommt auch gleich jetzt, glaube ich, kommt dann die Sache mit dem UFO und den Kühen. Sehr gut. Und das Ding strotzt halt so vor solchen Ideen. Also es ist richtig, richtig ideenreich. Und wenn man es jetzt auch gerade sieht, also ist alles natürlich relativ klein gehalten. Weil, wie ich gerade sagte, es wird nicht gezoomt, es wird nicht gescrollt. Das heißt, so von der Optik her hat mich das tatsächlich so ein bisschen, ja, also jetzt weniger von den Texturen oder so, sondern einfach nur, dass alles so klein und detailliert ist, an ein Wimmelbild erinnert. Und von der von dem Grafikstil erinnert es dann mich tatsächlich auch an das Spiel, die wir auch zum Teil schon hatten. Windowsill ist so ein Ding, bisschen in die Richtung. Und dieses Levers, was wir auch hatten, weil die Texturen halt alle sehr clean sind. Es war alles sehr detailliert, aber ja, wie gesagt, muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich habe zwar noch einiges, also genau, wo ich gerade dabei bin, also dass die Grafik richtig cool ist und sehr ungewöhnlich und sehr schön. Die App wird damit Finalist in der Grafikabteilung sozusagen bei dem Independent Game Festival und bei den Develop Awards 2012 zu sein. Und das sieht man dem Ding halt auch in jeder Pore an. Wie findest du denn das Spiel? Hübsch. Ich weiß nur nicht, ob es mich lange fesseln würde. Also was wirklich genial ist, und das hat mich auch tatsächlich geflasht, als ich das erste Mal gesehen habe, ist, wie sich die Landschaft dann tatsächlich ja umbaut und erweitert. Ne? Das, also du hast das Beispiel direkt als erstes gesagt, dass man direkt im zweiten Abschnitt auf so eine Feldfläche kommt, wo irgendwelche Kühe das Ganze abgrasen, das UFO schnappt sich die Kühe und die abgegrasten Flächen sind dann quasi der Parcours. Wenn man das zweimal gemacht hat, dann kommt Schnee von oben runter auf diese Fläche und man muss da den nächsten Abschnitt machen. Hat man das geschafft, wird daraus Wasser, der Schnee schmilzt und das war tatsächlich noch viel cooler. Ich meine, da will ich nicht großartig spoilern, aber das muss ich erwähnen. Dann steckt dann irgendwo in diesem Wasserkubus steckt dann so ein halber Torpedo drin, der so ein Stück nach hinten rauskommt. Und der nächste Abschnitt findet dann in diesem Torpedo statt, der dann so risszeichnungsmäßig zerlegt wird. Und das ist echt grafisch unglaublich genial gemacht. Mittlerweile seit zwei Wochen, nee, nicht wahr, seit einer Woche besitze ich ja auch ein Retina-iPad und das sieht unglaublich gut aus. Also wenn eine Anwendung für ein Retina-iPad geschaffen worden ist, dann das hier. Das sieht fantastisch aus. Kritikpunkte habe ich auch. Weiß ich aber nicht, ob ich jetzt schon darauf eingehen will. Du willst bestimmt noch was sagen, oder? Genau, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir die gleichen Kritikpunkte haben. Nur da das mein Spiel ist, darf ich die zumindest jetzt mal anreißen, oder? Natürlich. Genau, also das wird dann natürlich hinterher am Ende die Wertung ausmachen, aber ich denke mal, man muss es auch sagen, wenn man es erstmal beschreibt, wie wir es jetzt tun. Das Spiel ist halt relativ kurz. Ja, 18 Löcher, ne? Ja, Moment, genau, also es sind halt 18 Löcher, die man in, ich sag jetzt mal, 10 bis 20 Minuten durchspielt. Und wenn man durch ist, kriegt man einen Score. Man sammelt dabei, das hatte ich auch noch nicht erwähnt, man sammelt so kleine Murmeln ein. Die fließen halt auch in den Score mit ein. Und natürlich, wie man es vom Golf kennt, die Anzahl der Schläge. Also je weniger, desto besser. Ja, und dann gibt es einen Score. Und dann kann man, was man auch wirklich tut, also ne, einfach nochmal von vorne anfangen und den ganzen Kurs nochmal spielen. Und dann hat man, ne, kann man versuchen, den Highscore zu ändern. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass es mein einziger Kritikpunkt ist. Es ist halt relativ begrenzt. Irgendwann hat man die Nase voll wahrscheinlich. Ich möchte aber nochmal erwähnen, dass es halt auch nur 89 Cent kostet und wunderschön aussieht. Ja, und mein Kritikpunkt ist tatsächlich, ich hätte mir an manchen Stellen doch gerne gewünscht, dass man irgendwo zoomen kann, ne? Dass man ein bisschen näher an die ganzen Sachen ran kann, allein schon bei den vielen Details, die man da sieht. Ich müsste doch nicht mehr irgendwie so ein 3D-Rotieren der Landschaft haben, sondern tatsächlich nur ein bisschen näher an manche Stellen reinkommen und ein bisschen genauer zu gucken, wie viel Kraft ich jetzt da gebe, weil manchmal
habe ich dann doch, so einfach, dass er geht und so gut, dass er auch von der Hand geht, habe ich dann doch meinen Finger viel zu sehr im Weg gehabt, um zu gucken, in welche Richtung ich dann exakt schlage und wie viel Kraft ich tatsächlich gebe. Aber das liegt natürlich auch nur an meinen dicken Fingern. Ja, kann ich total nachvollziehen, wobei, ehrlich gesagt, mir ist der Gedanke nie gekommen, weil mir war von vornherein klar, das ist so dieses, das ist so ein bisschen die Aufgabe, oder das ist so der Käfig, in den sie sich reinzwängen und der halt auch was ganz Besonderes aus dieser App macht. Du kannst, das Ding scrollt nicht, das Ding zoomt nicht. Ja, also das heißt, es ist permanent diese gleiche Perspektive. Ich glaube, gut, sie brechen so ein bisschen tatsächlich, glaube ich, wenn es in dieses U-Boot reingeht, wie du gerade schon erwähnt hast. Ansonsten ist es halt einfach dieses feste Ding und da ändert sich auch nichts. Insofern, klar, wenn man reinzoomen könnte, dann hätte man auch mehr Spaß und könnte vielleicht sogar ein bisschen genauer zielen. Aber ich finde es so, wie es ist, einfach gut. Es ist halt auch ein bisschen Gesamtkunstwerk. Das haben wir bei auch ein paar Apps gesagt. Aber absolut. Hier gilt das auf jeden Fall auch. Definitiv, ja. Also es lebt also wirklich von der Grafik und vor allen Dingen von der Veränderung der Welt. Ne? Dass man eben nicht das am Ende hat, was ganz am Anfang da zu sehen war. Dass eben Schnee kommt, das Wasser kommt, das Kühe kommen, das UFOs kommen und. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht der passionierte Minigolfspieler, aber sind nicht die Kurse am interessantesten, wo man halt, irgendwelche Rampen hoch muss und dann irgendwelche Windmühlen und so. Und das Ding potenziert das halt, weil es passiert immer irgendwas. Also du löst halt Mechanismen aus, die du halt zumindest beim ersten Mal spielen nicht vorhersehen kannst und dann wirklich auf dem Mund da sitzt, wie in dieser wirklich kleinen, fitzelig, das meine ich jetzt aber nicht pixelig, sondern fitzelig einfach nur klein, aber trotzdem sehr scharf und sehr schön Grafik, wie sich dann Dinge bewegen und dann aufeinander reagieren, also richtig toll. Mhm, absolut, ja. Möchtest du schon, ach nee, ich fange an mit dem Werten, ne? Oder du oder wer Micha, darf? Ja. Möchtest du werten? Ja, bitte. Trotz allem gebe ich dem Ganzen nur 3 Sterne. Ich habe echt lange überlegt, es ist so ein Kandidat, der wieder zwischen 2 und 3 Sternen geht, aber ich glaube nicht, dass ich das länger als 3-4 Mal durchspielen werde. Also wenn ich 3-4 Mal die 18 Löcher durch habe, dann ist, glaube ich, die Motivation und auch dieser Überraschungsfaktor, den ich natürlich jetzt für viele schon zerstört habe, nachdem ich von diesem Torpedo-U-Boot geredet habe, ne, die große Überraschung, das fehlt mir einfach. Also wenn ein bisschen mehr Fleisch da noch drin wäre, wäre es ein unglaublich geniales Spiel. Das ist es trotzdem, aber so wirklich rein als Spiel fehlt mir tatsächlich da noch so die Kirsche obendrauf auf dem Sahnehäubchen, die das Ganze irgendwie abrundet. Deshalb sehr, 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 sehr gute 3 Sterne, aber 4 wollte ich einfach nicht geben. Okay, also ich finde, du hast jetzt nicht wirklich gespoilert, weil alles, was du gerade erzählt hast, das muss man wirklich selber sehen. Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es ist ähnlich wahrscheinlich wie jemandem verbal einen wunderschönen Sonnenuntergang zu erklären oder zu beschreiben. Das ist auch ganz spoilern, ja. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn euch das irgendwie interessiert. Ich gebe tatsächlich 4 Sterne, trotz des Kritikpunkts, den wir beide geäußert haben, dass es halt, der Wiederspielwert ist dann noch irgendwie 4-5 Mal relativ gering, vermutlich, weil man, ja, und vielleicht für Leute, die nicht so auf Score fixiert sind, vielleicht noch ein zweiten Mal auch schon weniger, aber es ist halt tatsächlich so ein bisschen kunstwerkmäßig und ich erinnere, wo ich gerade das Beispiel in den Raum werfe, Gesamtkunstwerk an Windowsill, was uns beide total geflasht hat, was aber auch, wenn man ehrlich ist, gar keinen Wiederspielwert hatte, ja, und ich würde es tatsächlich schon damit vergleichen und deswegen gebe ich diese 4 Sterne, die es wirklich, finde ich, verdient hat, auch sehr, sehr gerne. Könnte ich dir sogar fast noch zustimmen, wobei Windowsill ganz klar sagt, ich bin sowas wie ein Entdeckungsspiel und ein Adventure und bei einem Minigolfspiel, und es ist im Kern ein Minigolfspiel, da erwarte ich einfach Wiederspieltiefe und Wiederspielwert. Und das hat es bei mir nicht. Also nur noch mal, um mich zu rechtfertigen. Grundsätzlich hast du aber recht, ja. Machen Sie weiter, aber Sie brauchen sich doch nicht rechtfertigen von mir. Vielen Dank, Herr Willoweit, dass Sie mir das zugestehen. Wo ich mich vielleicht auch rechtfertigen muss, ist, dass ich jetzt schon wieder ein Endless Runner rausgesucht habe. Und zwar, aber nein, ich muss anders anfangen. Also, wir haben sehr, sehr viele Endless Runner, die aber auch immer wieder viel Spaß gemacht haben. Und jedes Spiel dieser Welt hat irgendwo Zombies drin. Wenn man jetzt also beides, also jedes Erfolgreiche, ne, ob es jetzt Call of Duty ist, ob es irgendwie ein Red Dead Redemption war oder sowas, oder letztens dieses Zombieland und Zombiewood hieß das, ne? So war das. Hat Angry Birds auch Zombies? Ja, das weiß ich nicht. Bestimmt. Irgendwo als versteckter Level, kommt bestimmt als nächstes. Irgendwann kommt es definitiv.
Jetzt hast du mich aber komplett rausgebracht aus meinem Redefluss. Nein, wenn man also diese beiden Sachen paart, also einen Endless Runner mit Zombies, dann kann da eigentlich nur was Interessantes rauskommen. Ich sage extra nicht gut, weil die Wertung möchte ich nicht vorwegnehmen. Endless Runner. So, Endless Runner kann man nicht so viel zu erzählen, weil die Mechanik ist bei den meisten Endless Runnern sehr, sehr simpel. Man läuft endless irgendwo lang. Dann gibt es verschiedene Varianten. Entweder sieht man es von links und rechts scrollen, von oben nach unten, also wie bei so einem Temple Run und sowas. Und Into the Dead, das Spiel, das wir jetzt haben, ich habe übrigens gerade kein Insert gemacht bei dem Wonderput, also das Minigolfspiel, das wir vorher hatten, hieß Wonderput, ne? Also so muss das sein. Und das, was wir jetzt haben, heißt Into the Dead. Ist insofern ein bisschen besonders, weil es eine unglaublich coole Soundkulisse hat und es ist ein Endless Runner aus der Ego-Perspektive, was eigentlich auch was komplett Neues ist. Wobei sich das ja schon irgendwie so ein bisschen anbietet. Jetzt guckst du es gerade, hast du noch irgendein? Ist das was Neues? Für mich ist es was Neues. Wir hatten, glaube ich, noch. Hatten wir nicht schon den Endless Runner aus der Ego-Perspektive, den bekanntesten? Wen Temple denn? Run? Naja. Der ist, ist der aus der Ego-Perspektive? Sieht man den Typen nicht von hinten noch? Ach so, ja, okay. Ja, siehst du? Und der ist jetzt tatsächlich. Das ist zwischen. Ja, gut. Das ist Third Person. Okay. Wenn er ihn noch siehst, ist es Third Person. Wenn man ihn, ne? So ist es. Wenn man hier also Korinthen kacken, leicht gemacht. Kannst du auch, ne? So muss das sein, ja. Nee, also Ego-Perspektive mit einer tollen Soundkulisse und eigentlich auch einer sehr, sehr schicken Grafik, die aber auch ziemlich minimalistisch und Zombie-verseucht ist. So viel zu diesem Thema. Sagst du was dazu, dann schmeiße ich das Spiel auch mal an. Gerne. Also nochmal, falls du die Bauchbinde vergessen haben solltest, auch bei diesem Spiel Into the Dead. Publisher ist Pickpock. Die haben richtig viele Spiele im Store. Das bekannteste, zumindest sagen wir mal das, was ich kannte, war Flick Kick Football. Also es ist kein unbeschriebenes Blatt. Merkt man dem Ding auch an, das ist wirklich, wirkt sehr professionell. Ist Freemium. Finanziert sich also durch, also Werbung habe ich an ein, zwei Stellen gesehen. Aber nicht wirklich nicht störend. Und finanziert sich durch In-App-Purchases. Und ist übrigens nicht für Android erhältlich. Und das Wonderput auch nicht. Habe ich das gerade nicht gesagt. Also es ist ein 3D-Endless Runner. Du sagst natürlich völlig zu Recht, es ist ein First-Person-Endless Runner. Und ja, du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Also man springt hier nicht. Also ich denke tatsächlich ein bisschen am Temple Run. Man springt hier nicht, man muss auch nicht abbiegen. Es ist halt eher so ein, man ist ziemlich frei, wie man diesen Kurs gestaltet. Man muss halt an Zombies vorbeikommen, darf diesen nicht zu nahe kommen und hat zwischendurch auch eine Waffe. Ja, also für Notfälle kann man halt auch den Zombie direkt vor sich abknallen. Da müssten wir beide gleich nochmal drüber reden. Also wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann auch gar nicht zielen. Ich versuche zumindest immer zu zielen, weil sich das ja eigentlich anbietet auf dem iPad. Aber ich glaube, man schießt immer nur den an, der direkt vor einem ist. Was, ja, manchmal, schon, auch ja. Was manchmal auch schwierig ist, weil ich weiß nicht, wie weit mich er kommt. Die Zombies werden dann doch schon relativ eng gestaffelt und da weiß man gar nicht, wie man jetzt dann auf wen man da schießt. Als kleinen Kritikpunkt, sagen wir mal eher Manöverkritik. Genau, also man läuft halt. Es gibt mehrere Steuerungsvarianten. Ich glaube, mich hat die ich auch genommen habe. Also man kann es durch Neigen machen, man kann es mit einem kleinen virtuellen Joystick machen und man kann es so machen, dass wenn man auf dem linken Teil des Screens drückt, dann ne, wendet man sich nach links, also man dreht nicht um, man neigt sich nach links und wenn man das rechts macht, neigt man sich dementsprechend nach rechts. Touchen auf den in die Mitte löst dann halt den Schuss aus. Waffen muss man erst sammeln und ansonsten ja, ich sage jetzt mal ansonsten, ich nenne es immer diesen Baukasten des Endless, der aktuellen Endless Runner. Also es gibt Objectives, die hatten wir, glaube ich, das erste Mal, ich habe sie das erste Mal gesehen in Tiny Wings, aber man hat sie exzessiv genutzt in Jetpack Joyride. Also dann gibt es halt solche Aufgaben, mach dieses, mach jenes. Ne? Dann gibt es halt Perks, das heißt, ich kann mir Vorteile erkaufen mit virtuellem Geld. Da wird es dann wahrscheinlich irgendwann so weit gehen, dass man dann irgendwann ans echte Geld geht. Diese Vorteile sind halt so, ich habe von Anfang an eine Waffe in der Hand zum Beispiel oder ich starte mit einem Vorsprung von 1500 Metern. Also es sind wirklich Dinge, die 1:1, die kenne ich 1:1 aus anderen Endless Runnern und die funktionieren halt auch. Und dann kann man halt auch vorwegnehmen,
Waffen freischalten, die man sonst erst nach Level, also diese Objectives kommen immer in Level, 3 Stück, ein Level und Kettensägen nach Level 5 und weiß ich nicht, Shotgun nach Level 20. Das kann man sich dann alles mit virtuellem Geld kaufen. Sollte das ausgehen, ne, dann sind wir wieder beim Thema, dann kann ich auch echtes Geld dafür nehmen. Funktioniert ganz gut. Ich behaupte eh immer, dass Endless Runner, die funktioniert, also Quatsch, dass Spiele mit In-App-Purchase, die funktionieren sollen, den Spieler erstmal spielen lassen. Ja, das heißt, wenn ich direkt nach 5 Minuten schon an den Fingern kaue und denke, jetzt müsste ich was kaufen, dann ist es nicht gut designt. Also hier, ich habe es vielleicht 1 Stunde, 1,5 gespielt, hatte noch keinen Bedarf. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Also das heißt, der Entwickler hat es gut gemacht. Ich nehme mal an, wenn man länger spielt und dann halt auch tiefer drin ist und auch eher bereit ist, tatsächlich zu sagen, oh, jetzt gebe ich doch nochmal, weiß ich nicht, 3-4 Euro aus und kaufe mir da irgendwas. Das ist, glaube ich, vermutlich ganz gut integriert. Was ich noch hervorheben möchte oder nochmal erwähnen möchte, ist die Grafik, die du schon beschrieben hast, die mir sehr gut gefällt. Minimalistisch, aber halt sehr stilsicher. Also Nebel, man läuft in Nebel rein und die Zombies tauchen halt, wie es halt bei Nebel so ist, schemenhaft erst auf, mit den Augen auch. Und dann läuft man so auf sie zu und dann sieht man sie besser. Und die Musik, die leider... Oder vielleicht ist es eigentlich auch gut, dass es so ist, weil im Spiel hört man ja nur dieses Geatme und das Abgehetzte, was auch sehr atmosphärisch ist. Die Musik im Hauptmenü, die mich als alten Horrorfilm-Freund, ja, es ist so eine Mischung aus modern, also, aber halt auch so Elemente aus klassischen, ja, 70er-Jahre-Horrorfilmen, so ein bisschen. Also das sehr moody und sehr, sehr cool. Also ich fand ja die Soundkulisse schon sehr, sehr cool. Ne? Dieses Atmen und Stöhnen und dieses, also ich weiß nicht, ob man das ein bisschen was hört, wenn ich es jetzt nochmal starte. Stimmt. Wenn ich es tatsächlich starte, ich kann es nicht mehr starten, doch jetzt hört man irgendwas. Hört die Zombies rumbrummen, das eigene Atmen die ganze Zeit, man hört irgendwelche Krähen im Hintergrund. Das Atmen, das ist ja das, würde ich mal sagen, also für mich das Hervorstechendste. Was mich übrigens, während du das weiterlaufen lässt, an Zombie-U erinnert. Gut, das habe ich ja noch nicht, aber das ist ein Quapcast-Thema. Hast du noch nicht? Nein, ich habe ja auch keine Wii U. Quapcast-Thema, meinst du? Genau. Wir sind im Quapcast hier. Ja, ich vergesse das immer. Jetzt haben wir genug Geräuschkulisse. Ne? Also es ist echt cool gemacht. Also sehr, sehr cool. Was wollte ich noch gerade? Ich wollte gerade irgendwas sagen, was ich gerade noch so gesagt habe, aber habe ich vergessen. Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Was wollte ich sagen? Du wolltest noch auf das Thema In-App-Purchase eingehen. Nee, wollte ich gar nicht. Das, doch. Da kannst du irgendwas Großartiges zu sagen, weil sowas beachte ich ja grundsätzlich nicht. Nee, wieso? Ich hab da schon was dazu gesagt. Ja, siehst du, dann reicht das ja auch. Was wollte ich denn sagen? Du wolltest noch was zum Sound sagen, zur Grafik? Nee, ich wollte tatsächlich noch sagen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Endless Runnern, wo man ja, sobald man einen Fehler macht, man direkt tot ist, hier so noch so ein Vorbeischlittern gibt. Wenn man an einem Zombie, also nicht frontal auf einen Zombie zuläuft, den irgendwie nur streift oder an irgendeinem Baum hängen bleibt oder an einem Maiskolben oder sowas, die in den Maisfeldern oder an irgendeinem Stück Zaun, dann strauchelt man so ein bisschen und das passt aber auch zur Atmosphäre. Ne? Also es macht das Ganze noch stimmungsvoller, dass man dann so ein bisschen rumeiert und sich erstmal wieder fangen muss. Also das wollte ich spielerisch noch erwähnen. Mhm. Nee, ist, also weißt du was, ich werde jetzt nochmal, bevor ich jetzt mit meinem Is-M weitermache. Richtig. Okay. Also, ich habe mich bis jetzt nur sehr positiv über das Spiel ausgelassen, aber diesmal habe ich mir tatsächlich meine Kritikpunkte für die Wertung gelassen, weil ich habe leider durchaus auch Kritikpunkte und die haben, um das mal klarzustellen, ich will nicht der grantige alte Mann, der immer auf In-App-Purchase rumhackt, im Gegenteil, das hat damit nämlich nichts zu tun. So schön das ist, so schön das aussieht und auch so atmosphärisch das ist, gerade der Sound, der mich ja immer vorgespielt hat und diese Moody-Grafik, ich finde es für einen Endless Runner vielleicht noch repetitiver als andere Endless Runner. Natürlich kann man jetzt sagen, über Jetpack Joyride, da springe ich auch nur. Die Grafik ändert sich hier aber auch nur marginal. Man kommt in ein Maisfeld, das immer noch fast schwarz-weiß ist. Das ist halt der Stil. Man kommt in einen Wald, das heißt, man weicht da nicht nur Zombies, sondern auch Bäumen aus. Ansonsten spielt sich halt sehr, sehr... sehr, sehr gleichförmig. Also wenn ich den Vergleich mit dem 2D Endless Runner Jetpack Joyride habe, da habe ich dann zwischendurch irgendwie ne, die extra Fahrzeuge, die sich dann auch anders steuern und so. Und das hält mich irgendwie mehr bei der Stange. Hier war es halt tatsächlich so, jede Runde, ich fange an zu laufen, ich höre meinen Geatme. So, und dann
neige ich mich immer links und rechts. Mit ein bisschen Glück habe ich eine Waffe. Wie gesagt, ich kann auch leider nicht bestimmen, wen ich abschieße, sondern ich schieße halt immer nur den ab, der direkt vor mir ist. Und dann, that's it. Insofern, so schön das ist, fehlt mir tatsächlich die Abwechslung. Also vielleicht ist das auch gerade so ein Geheimnis, dass ein Endless-Runner, dass der immer wieder motiviert. Der hat mich dann irgendwann gar nicht mehr so motiviert. Nicht so richtig zumindest. Deswegen möchte ich das nicht kaputt reden. Also es ist halt auch, glaube ich, für zwischendurch sehr gut. Insbesondere, weil kostenfrei und man am Anfang zumindest gar keinen Grund hat, Geld auszugeben, ist es für zwischendurch sehr gut. Aber das wird nie so ein Klassiker werden, dass wir irgendwann mal in einem Crapcast sagen, ach, übrigens, die Mutter aller First-Person-Endless-Runner Into the Dead. Ich glaube, dass es in 2, 3 Ausgaben, dass wir das wahrscheinlich schon hart nachdenken müssen, wie das hieß, so bitter das jetzt klingt. Von mir gibt es halt durchaus gut gemeinte, aber mehr geht halt gar nicht. 3 Sterne. Geht aber genau in die gleiche Richtung. Ich hätte auch 3 Sterne gegeben oder ich gebe auch 3 Sterne, weil also es macht Spaß und es macht vor allem die ersten paar Minuten Spaß, wenn man es das erste Mal anhat, weil der Sound ist gut, die Grafik ist toll, die Idee ist tatsächlich sehr gut. Wenn man im zweiten Run dann auch noch die Waffen dazu kriegt, die man ja dann sich quasi ja erst verdient durch das erste Mal spielen und sowas. Auch alles super. Aber genau das, was du gesagt hast, es fehlt irgendwie so diese Motivation, oh, jetzt will ich wirklich Endless Run. Mhm. Ne? Also bei dem Jetpack Joyride, auch wenn ich da am Anfang ja skeptisch war, wie alle noch wissen, wieder zurückspulen auf die alte Folge und nochmal anhören, ist es tatsächlich so gewesen, dass mich das tatsächlich unglaublich motiviert hat, weil, weiß ich nicht, irgendwie die Kurve, dass mehr dazugekommen ist, dass sich die Grafiken geändert haben, dass es schwieriger wurde, war irgendwie eine komplett andere als das hier. Also es gibt so ein paar Endless Runner, da hatte ich immer so das Problem, man spielt und es ist wirklich, also es kommt einem so zufällig vor, dass man nicht weiß, ob man jetzt tatsächlich 50 Meter oder 1000 Meter schafft. Bei so einem Jetpack Joyride, wenn man das schon einigermaßen gespielt hat, kommt man immer ein ganz schönes Stück weit, wenn man denn so ein bisschen Skills, will ich nicht sagen, aber sich schon ein bisschen mit dem Spiel vertraut gemacht hat. Hier bei dem Spiel hatte ich immer den Eindruck, egal wie gut ich in Form bin, ob ich jetzt vorher dann irgendwie 20.000 Kilometer gelaufen bin, bei der nächsten Runde kann es sein, dass ich direkt irgendwie durch die zufallspositionierten Zombies irgendwie falsch laufe und schon nach 50 Metern irgendwie platt bin. Das, naja, weiß ich nicht. Also deshalb auch von mir nur 3 Sterne. Die Atmosphäre finde ich allerdings super und auch die Optik ist super. Also das allein deshalb muss man sich es eigentlich schon mal anschauen. Wer auf Zombies, wer auf hier so Sachen wie The Walking Dead und so steht, der muss einfach einmal einen Blick drauf riskieren und dann gucken, ob es gefällt oder ob es nicht gefällt. Genau, und dafür ist es ja goldrichtig. Man kann sich es halt kostenfrei angucken und wie gesagt, ich glaube, die ersten Stunden spielen, da wird man nicht in die Falle laufen. Oder Falle, also es ist ja nichts Böses. Der Entwickler will Geld verdienen, alles gut. Aber gerade um sich das mal reinzupfeifen und vielleicht mal reinzuschnuppern, ist das perfekt. Genau. Und jetzt zum nächsten perfekten Spiel, das in der, nee, gar nicht, war nicht in der letzten Woche, vor 2 Wochen auch einen Preis abgeräumt hat. Genau, richtig. Wer den letzten Quopcast, wo ich ja mal ein Gastspiel gegeben habe, gehört hat, der weiß, dass ich das schon angeteasert habe. Da geht es nämlich um den Gewinner des besten deutschen Mobile Games. Und zwar beim Deutschen Entwicklerpreis 2012. Ich möchte nochmal alle betonen, dass wir alle 3 beim Quopcast dabei gewesen sind, überhaupt nicht despektierlich über diesen Entwicklerpreis reden wollten. Das ist, glaube ich, wenn überhaupt, haben wir es auch nur gemacht aus Frust, weil uns da niemand kennt, wie uns ja Sigmund Freud in den YouTube-Kommentaren unterstellt hat. Ja, das so genau wollte ich jetzt gar nicht. Also ich wollte jetzt hier nicht meine persönliche Abrechnung mit irgendwelchen Kommentaren machen, um Gottes Willen. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil ich, also ich weiß, du kennst genügend Leute da und ich auch, und das würde den Leuten nicht gerecht werden, wenn wir das irgendwie in den Dreck ziehen wollten. Und ganz im Gegenteil, ich finde, es ist eine coole Veranstaltung und dass man sich als Branche, das habe ich auch so gesagt, selber, naja, feiert. Oder dass man es zelebriert, wenn eine Branche Erfolg hat, finde ich sehr gut, weil das ist wichtig für den jetzt Zusammenhalt. Jetzt kommt zum Spiel. Nee, das musste gesagt werden, weil du so einen negativen Touch da reingebracht hast. So. Genau. Also das Spiel heißt Royal Revolt, ist von dem deutschen Entwickler Flare Games und ist auch ein Freemium-Spiel. Und das Beste, Trommelwirbel, ist auch für Android erhältlich. Also ich habe natürlich, ich und in zweiter Linie natürlich auch der Entwickler, haben Herz für Android. Und genau, was ist das Spiel? Es wirbt damit, dass es Tower Defense andersrum ist. Und das trifft's zu einem großen Teil schon ziemlich genau. Das heißt, wir erinnern uns, was ist Tower Defense? Man baut irgendwie Türmchen und die Gegner kommen auf einen zu und man muss die Türmchen so gut bauen, also Abwehrtürme, dass die Gegnerwellen platt
gemacht werden. Hier ist es so, wir lenken diese Welle durch so ein Labyrinth. Das ist halt in so einer isometrischen Perspektive oder ist doch isometrisch, ne? Weiß ich nicht, ob das isometrisch ist, aber es ist zumindest in so einer dreidimensionalen Polygonlandschaft. Genau, es ist keine Draufsicht, es ist kein 3D, also ist genau richtig, wie du es gerade gesagt hast. Und man lenkt halt seine Truppen durch diesen Parcours. Man hat, man ist der Anführer dieser Truppen und hat folgende Aufgaben, während man sich da durchschnetzelt. Man sorgt für Nachschub. Das heißt, das muss man selber tun. Man lenkt halt seinen Anführer und lenkt somit auch seine Truppen, die direkt in seiner Umgebung sind. Hat dann noch Zaubersprüche, die halt so Massenschaden machen. Und muss auch heilen. So, das heißt, mit dieser Mechanik ist es schon fast mehr als dieses Tower Defense andersrum. Ich würde mal beinahe sagen, es hat natürlich diesen Aspekt, aber es ist halt schon ein ziemlich zugängliches und leicht verdauliches Echtzeitstrategiespiel. Mit einem Time-Management-Anteil, weil man oft genug, während man irgendwas tut, was man, glaube ich, gleich auch im Livestream sehen wird, vergisst, zum Beispiel Truppen nachzuholen. Also es ist halt so, dass du deine Kontingent leistest, die wird langsam wieder voll. Und wenn du eine Truppe baust, dann kostet dich das halt gewisse Ressourcen und die laufen dann wieder langsam voll. So, und wenn man dann halt irgendwie beschäftigt ist mit allen möglichen Dingen, dann vergisst man das. Oder ich vergesse auch gerne mal meine Leute zu heilen. Ne? Also ich würde mal sagen, Strategie, Tower Defense, Time Management. Ich weiß, wir beide, Micha und ich, titulieren uns gerne als Strategieaffen. Aber ich muss sagen, hier habe ich da wenig Probleme mit. Einfach weil es so zugänglich ist und weil es halt auch so leicht verdaulich ist. Also man bewegt sich nicht auf irgendeiner Map mit kleinen Panzerchen, sondern ist halt mitten im Geschehen. Man muss halt den Überblick bewahren. Das ist so die Hauptaufgabe. Was gut ist, also man sieht es jetzt, die Grafik gefällt mir sehr gut. Ich habe da zwar auch ein, zwei nickelig Punkte, obwohl ich kein Grafiker bin und auch kein Sven und keine Weckerbacke. Also die Ingame-Grafik, wie wir sie jetzt sehen, ist richtig cool. Auch Character Designs finde ich zu einem großen Teil sehr gut. Aber es gibt halt auch immer so Zwischenbilder, die passen irgendwie vom Stil her überhaupt nicht und sehen halt auch irgendwie schlecht gezeichnet aus. Und das passt irgendwie nicht. Also bei einem Spiel, was so einen großen Aufwand hat. Du meinst aber jetzt nicht die wir gerade sehen, diese Zwischenbilder mit den Charakteren, oder? Ich habe einen leichten Lag, aber ich glaube schon. Okay. Wenn du da mal genau rangehst, die sehen auch so ein bisschen krümelig aus. Ich finde, die passen nicht so richtig zum Stil des. Ich habe übrigens auch ein Retina-iPad. Also ich finde die voll großartig, aber das ist jetzt nur mal so mittendrin schon mal reingeworfen. Das finde ich super stimmig, kann ich also an der Stelle überhaupt nicht teilen, deine Meinung, aber machen weiter. Ja. Genau, also was ich sagen möchte, wieder, wenn wir wieder über die goldenen Regeln des In-App-Purchase reden. Wahrscheinlich ist es ein Buch, das ich mal schreiben sollte, oder vielleicht sollte ich es mal durchlesen, ich weiß es nicht. Wichtig ist halt tatsächlich, man kann spielen, man kann wirklich relativ viel spielen, ohne überhaupt in diese Falle reinzulaufen, ich muss jetzt Geld ausgeben. Ich bin mir relativ sicher, das wird kommen. Aber in dem Moment, wo es kommt, ist man schon so tief drin, dass man sich sagt, ach komm, ne, da kaufe ich noch was. Und hier ist es scheinbar genauso. Ich habe das wirklich relativ ausführlich gespielt. Ich habe es mir halt angeguckt, weil es den Entwicklerpreis gewonnen hat und sowas guckt man sich natürlich an, wenn es in der Branche, wo man arbeitet, so eine Auszeichnung gibt. Und ich war positiv überrascht. Ich muss gestehen, ich hatte von dem Spiel vorher noch nichts gehört und deswegen gut überrascht. Und ja, deswegen bin ich noch nicht so weit gekommen, dass man sich irgendwie Geld kaufen muss. Man davon muss natürlich aufpassen, ich rede schon wieder viel zu viel, dass man nicht in so eine Falle läuft wie Punch Quest. Das Thema will ich jetzt nicht nochmal erläutern, aber man muss halt dann irgendwann muss man halt auch Geld verlangen für Dinge. Ich habe zwar noch jede Menge Krempel, aber ich habe mir den Mund schon fusselig geredet. Sag du doch mal was dazu. Ich finde es gut. Also ich habe es nicht so weit gespielt, weil wegen Zeitmangel kennt man ja immer wieder. Aber mich hat die Optik sehr angesprochen. Also ich bin ja sowieso momentan, laufe ich so ein bisschen mit der rosaroten Brille durch die iOS-Welt, durch das Retina-Ding. Ne? Ich habe ja mich jahrelang jetzt verweigert, mein altes Ur-iPad gegen neues auszutauschen. Ich besitze zwar schon seit längerem ja auch ein iPhone mit Retina-Display, aber
Auf dem iPad ist tatsächlich durch die Größe des Displays noch was anderes. Ich habe es zwar auch immer wieder gesehen, wenn hier so Kollege Sven irgendwie Sachen ausgepackt hat, aber wenn man selber wirklich mal in Ruhe davor sitzt, die Sachen sich auch angucken kann, die man da spielt, das sieht an vielen Stellen schon sehr, sehr, sehr fantastisch aus. Und das finde ich hier auch. Also ich mag das Charakterdesign, ich mag im Gegensatz zu dir aber auch die Zeichnung zwischendurch, weil die so ein bisschen in die Richtung gehen, die so früher auch so diese Nintendo-Zelda-Handbücher und so hatten, wenn da so die gezeichneten Figuren drin waren. Die sahen teilweise auch so aus. Das muss man bei Zelda ja auch immer sagen, die Figuren waren ja auch immer potthässlich da, ne? Also da gibt es ja auch keine schönen Menschen außer Link und Zelda. Fand ich gut. Also und ich konnte auch tatsächlich so aus diesem gezeichneten Art-Design so ein bisschen die Charaktere ableiten, die sonst in der Welt rumlaufen. Fand ich schon okay. Also ist jetzt nicht so ein Bruch gewesen, fand ich. Du wolltest gerade was sagen. Ja, jetzt kommst du mir hier mit Zelda, irgendwie meiner großen Liebe aus Nintendo-Zeiten. Ja, ich kenne die Handbücher auch, ich finde, die haben ihren Charme, aber also mir fiel zumindest ins Auge. Und nicht nur mir, also ich auch dem Grafiker, dem ich das in die Hand gedrückt habe, nicht gesagt habe, guck mal die Grafiken an, sondern dem ich gesagt habe, okay, das ist der Entwicklerpreisgewinner, zock das doch mal ein bisschen, der sagte das Gleiche. Insofern heißt es jetzt nicht, dass ich recht habe oder so, aber es heißt nur, uns beiden ist zumindest mal aufgefallen, dass es irgendwie nicht ganz, also für uns nicht ganz stimmig war. Aber um Gottes Willen, ich habe es zwar erwähnt, aber es ist auf keinen Fall ein Gamebreaker oder so, das sind halt nur Bilder, die man, wenn man, selbst wenn man sie hässlich findet, in einer Sekunde wegdrückt und die auch überhaupt nicht relevant sind. Insofern bauscht das doch nicht so auf. Bauscht das doch nicht so auf, ja, das ist der einzige Punkt, zu dem ich was sagen kann. Ansonsten ist es, ja, weiß ich nicht, also ich kann ja jetzt auch nur wirklich sehr subjektiv von mir sprechen, das hat mir durchaus Spaß gemacht. Allerdings war so, als ich 7 Abschnitte durchgespielt habe, immer noch in so einer Tutorial-Phase, dann erstmal für die erste Spielsitzung genug. Also mehr wollte ich an der Stelle da auch einfach nicht spielen. Und ich weiß nicht, ob es tatsächlich nachher so ist und ob die Einstiegskosten fürs Tutorial so niedrig waren. Also man kann dann seinen Charakter noch aufleveln, indem man ihm ein stärkeres Schwert und beziehungsweise seine Gehilfen da irgendwie, indem man stärkere Schwerter oder stärkere Bögen und sowas. Und die sind wahrscheinlich dem Tutorial geschuldet, ganz am Anfang relativ günstig. Und die nächste. Ja. Was denn? Man kann alles hochleveln. Ja. Ich wollte ja nur an diesem konkreten Beispiel. Und Schwert war eben konkrete Beispiel. Upgrade kostet dann irgendwie 1000 Goldstücke, die man im Spiel dann eben sammelt oder sich eben dazu kaufen kann. Deshalb ja eben Freemium Game. Wie gesagt, erste Tutorial-Stufe war $1000 und danach kam, glaube ich, dann direkt 50.000. Und da fand ich den Sprung tatsächlich schon sehr, sehr hoch, weil bis ich das Geld gesammelt habe, keine Ahnung, ich habe nicht viel mehr Level gespielt, wird es wahrscheinlich dauern, aber ist ja auch nichts Verkehrtes, die Leute wollen damit Geld verdienen, man kann es so spielen, man kann auch jeden Level ja immer wieder spielen und tagelang, wochenlang Geld sammeln, also schön Geld grinden, wenn man so will. Und für die, die es eben schneller haben wollen, die geben dann eben den einen oder anderen Euro aus. Also das passt schon. Ich bin da nur immer so ein bisschen skeptisch, habe ich auch schon öfter gesagt, weil ich nicht weiß, wie viel Spiel da tatsächlich, ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber wenn es zu lange dauert, dann geht mir der Spielspaß irgendwie flöten dann. Und ich fand, das wirkte schon sehr hoch auf einmal. Aber wie gesagt, das wird dem Tutorial geschuldet sein. Wahrscheinlich, damit er eben schnell sowas ausprobieren kann, wahrscheinlich geht es relativ schnell, das Geld auch zu sammeln. Ich weiß es nicht genau. Hast du es mal näher angeguckt, oder? Ja, natürlich, aber ich sag jetzt mal, 50.000 ist, das ist, glaube ich, ich habe es relativ weit gespielt, das ist ein Wort, was ich sagen wollte. Eigentlich, man kann wirklich alles, deswegen habe ich das gerade auch immer so frech dazwischen gequatscht, alles hochleveln, von seinen eigenen Stats bis zu deinen Soldaten. Man kann Soldaten dann auch irgendwie, ich habe jetzt einen Zauberer gekriegt, den kann man dann auch natürlich wieder hochleveln und wenn du andere Charaktere freischaltest, die musst du dann auch separat hochleveln. Das heißt, und die ersten Stufen bei denen ist es so, dass tatsächlich, dass es relativ schnell geht. Also ich glaube, um das jetzt mal, um da ein bisschen ins Detail zu gehen kurz, man kann, die erste Stufe kostet 1000, die zweite kostet 2000, die dritte kostet, ich meine, 5000. Und das sind wirklich Beträge, die relativ schnell erspielt werden können. Ich glaube, einfach nur die Menge an, also ob ich jetzt, ich habe mich jetzt vor allem auf meine Soldaten konzentriert, mich so ein bisschen vernachlässigt. Ich denke ja immer an andere, weißt du. Und insofern, glaube ich, gibt es so viel Stellschrauber, an denen man schrauben kann, dass man dann irgendwann tatsächlich sagt, ach, ich kaufe mal was. Mhm. Und ich habe jetzt, während ich geredet habe, kurz iTunes aufgemacht. Bei solchen Spielen finde ich ja, ich nochmal, Entwickler müssen Geld verdienen, bla bla, habe ich ja schon gesagt. Finde ich es aber krass, dass man, das ist der höchste Preispunkt, also man kann für 80 Euro sich Goldstücke kaufen.
die wahrscheinlich, ich will es nicht nachrechnen, pro Goldstück runtergerechnet am günstigsten sind. Nur erstens ist das schon, das, da reden wir von, wenn man das macht, dann ist es halt richtig viel Kohle einerseits, natürlich. Andererseits weiß ich gar nicht, ob, kann ja gut sein, dass ich mit diesen 80 Euro 200.000 Goldstücke ausgebe, aber ich habe dann noch irgendwie 600.000 übrig, die ich vielleicht gar nicht ausgeben kann. Das kann ich ja gar nicht einschätzen. Deswegen finde ich sowas halt immer ein bisschen schwierig. Ja, du wirst sie ja wahrscheinlich ja nicht als erstes kaufen, ne? Also es gibt ja noch Abstufungen darunter, du wirst ja nicht natürlich. Sofort, na eben. Und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, fünfmal die 10 Euro ausgegeben hast, jetzt als fiktive Werte, dann wirst du vielleicht sagen, okay, beim nächsten Mal nehme ich dann die 80 Euro, weil ich sie vielleicht brauche. Keine Ahnung. Finde ich aber auch total legitim, so eine Geschichte. Klar, so eine Summe wirkt natürlich gerade im Mobile-Sektor immer wie, oh mein Gott, ne? Also, okay, das ist natürlich... ich habe da auch nichts gegen, ist auch völlig okay. Ich meine, das Rechenbeispiel ist ganz einfach. 89 Cent, also der kleinste Preispunkt auf iOS, wird vermutlich den schlechtesten Gold zu Echtgeld, das Verhältnis haben. Und ich nehme jetzt mal stark an, dass für diese 79 Euro wird das beste Verhältnis haben. Theoretisch, wenn man weiß, man will da viel Geld reinstecken, könnte man sich sofort für 80 Euro die Goldmünzen kaufen. Nur man weiß halt zu dem Zeitpunkt nicht, ob man überhaupt so viel Goldmünzen in diesem Spiel braucht und ausgeben kann. Hm. Ja. Aber es ist halt nur mal ein Freemium-Spiel, ne? Und aber darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja auch okay. Das passt auch. Spaß gemacht hat es mir durchaus. Ich muss es, glaube ich, wirklich nur eben in kleineren Dosen genießen. Also da könnte ich mich, glaube ich, jetzt, wahrscheinlich können es andere, aber ich persönlich kann mich da eben keine Stunde am Stück hinsetzen und dann Level für Level machen. Wobei ich tatsächlich echt gut fand. Also Optik hat mir gefallen, Spiel hat mir gefallen. Schön fand ich eben, ich dachte zuerst, ach komm, jetzt kommt wieder so ein Tower-Defense-Spiel. Aber nee, wie du ja selber sagtest, es ist eigentlich so ein umgedrehtes Tower-Defense-Spiel. Du bist also die Welle, die da anrollt und alles kaputt machen muss. Fand ich gut. Fand ich tatsächlich echt nicht verkehrt. Und die Tatsache, dass man wirklich alles aufleveln kann und dann zwischendurch gerne mal vergisst, sich selber aufzuleveln, ich denke, das geht Hand in Hand mit der Entscheidung, vielleicht doch mal eine Münze zu kaufen, wie du ja auch gesagt hast. Mhm. Was lachst du jetzt vor dich hin? Ich möchte dich zitieren, du bist die Welle. Das finde ich ist gut. Das hat fast so viel Potenzial wie immer spielen, nie aufhören. Ja. Du bist die Welle. Mhm. So muss das sein. Nee, also es sollte jetzt auch nicht, also ich muss mich rechtfertigen, wenn ich über In-App-Purchase rede, sollte kein Kritikpunkt sein, das ist nur eine Beobachtung. Und das haben ja auch alle Spiele, haben in der Regel alle Preispunkte erfüllt und ich frage mich halt immer, wenn ich mir wirklich so sicher bin, dass ich das Spiel geil finde und für 80 Euro Münzen kaufe, müsste ich mir zumindest sicher sein, dass ich das auch ausgebe da drin. Das ist eher so eine allgemeine Sache, weniger auf das Spiel im Speziellen bezogen. Ja, ich möchte werten. Und kaufe ein E. Ich möchte, dass du wertest. Gut, du Welle, du. Ich wähle. Ich gebe dem Ganzen 4 Sterne, weil es einfach rund ist. Also es macht Spaß. Es ist tatsächlich mal wieder was Neues. Eben nicht das 40 Millionste Tower Defense Spiel. Es sieht gut aus. Es kommt aus deutschen Landen. Das muss man ja auch mal sagen. Muss man ja auch mal immer würdigen. Wir spielen auch im Mobile-Sektor mit. Nee, es macht Spaß. Also ich bin eben durch meine Spielvorlieben eben nicht der Typ, der es tagelang jetzt am Stück spielen kann. Aber ich fand es rund. Ich fand es echt gut. Okay, also ich gebe auch 4 Sterne. Was ich noch erwähnen möchte, also jetzt habe ich schon meine Punktzahl gesagt, die ist ja auch gut und so, alles super. Aber was mir noch aufgefallen ist, dass man an allen Ecken und Enden dazu ermutigt wird, seine Freunde zu belästigen. Also nach jedem Level kann ich, theoretisch, und man wird belohnt mit Ingame-Währung, jemandem über Game Center eine Herausforderung schicken. Ja, was jemand du ja auch wirklich heute mehrfach genutzt hast. Und Apple, bitte, wenn ihr Game Center irgendwann mal anpasst, macht diese scheiß Fanfare weg. Ich sterbe jedes Mal den Heldentod, wenn neben mir mein Telefon loströtet und sagt, Bernd hat Ihnen eine Herausforderung in bla 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 geschickt. Jedes Mal sterbe ich fast, das ist nicht gut. Boah. Das freut mich. Ich werde Leute auch. Das freut dich, ja. Vielen Dank. Heute Nacht noch mal ein bisschen spielen. Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Also, das Spiel will dich dazu triggern. Natürlich, es ist natürlich so, geht in Richtung virales Marketing. Also, es triggert dich dazu, man kriegt extra Gold über Game Center. Man kriegt dann noch extra Gold, wenn ich das über Facebook tun würde. Und man glaubt, man bekommt auch irgendwie schon für das Einloggen, dass ich mich mit Facebook verbinde, irgendwie Gold. Also, das ist natürlich auch
man muss wissen, wie man es da drückt. Es ist natürlich ein bisschen, okay, es ist so ein Battle nach irgendwie, verbreite mich irgendwie. Es versucht alle Trümpfe zu spielen und zieht an allen Enden und scheint mir insofern halt auch auf der Höhe der Zeit zu sein, was auch immer. Also jeder kann jetzt in diese Aussage interpretieren, was er möchte. Ich finde es auf jeden Fall qualitativ gut. Sehr gut sogar. Also es ist wirklich was Neues, so ein bisschen ein Strategieding für totale Strategieaffen gemacht. Macht Spaß. Hochwertig gemacht. Aus deutschen Landen, wie du schon sagtest, da gibt es aber noch einiges mehr. Nicht nur ne, Flair Games, aber ja, Gewinner des Entwicklerpreises und jeder, der irgendwie das alles ganz gut fand, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken, weil hier gilt das Gleiche wie bei dem Into the Dead. Angucken kostet nichts und man kann auch sich bestimmt eine Stunde beschäftigen ohne und sich dann erst überlegen, ob ich vielleicht Geld in-game ausgebe oder nicht, weil bis dahin ist es super gut spielbar und alles ist gut. Insofern 4 Sterne. Und nochmal zum Thema Geld ausgeben. Aus Spielersicht finde ich natürlich, wenn ich kein echtes Geld in die Hand nehmen will, die Varianten, dass ich über Facebook und was weiß ich nicht dann meine paar Münzen verdienen kann, finde ich da tatsächlich sehr gut. Aus Facebook-Nutzersicht würde ich wahrscheinlich jedem, der dieses Spiel exzessiv spielt und damit meine Timeline zu bombardiert, irgendwann nicht mehr mit dem Hintern angucken. Ne? Aber naja, egal. Wobei das jetzt auch kein Mobile. Also bemerkenswert ist es halt nur, weil hier dieser Medienbruch ist. Ne? Von Mobile-Spiel auf Facebook. Ich meine, wenn man nicht ausschaltet, kriegst du ja auch, weiß ich nicht, von, ich weiß, Farmville und Castleville. Also ich habe es mal vor Spaß bei einem Spiel nicht ausgeschaltet und ich kriege von einer Person immer noch jeden Tag mindestens eine Aufforderung, irgendwas zu machen in Castleville. Total hart. Also insofern ist es nichts Neues. Ne? Nee, natürlich, Neues ist es nicht, aber ich finde, je nach Blickwinkel ist es natürlich überhaupt nichts Verwerfliches und ganz im Gegenteil, es hilft dem Spieler ja auch irgendwie. Naja, egal. Nächstes Thema. Du isst gerne Pudding, oder? Nicht so gern wie du. Nicht so gern esse ich gar nicht Pudding. Aber die Leute von Zeptolab, die haben wohl irgendwie eine Vorliebe für Süßigkeiten. Ne? Erst hatten sie mit Cut the Rope einen Titel, wo, wie hieß der? Om Nom, musste seine Süßigkeiten bekommen. Jetzt haben wir Monster, die aus Pudding sind, die Angst haben, dass sie gefressen werden und sich deshalb zu großen Blobs vereinigen müssen, damit sie dann zurückschlagen können. Hintergrundgeschichte ist eigentlich komplett banal und komplett egal bei diesem Spiel. Es geht darum, dass man irgendwelche Blobs hat, die auf einem Spielfeldraster aufsortiert sind, die muss man hin und her schieben, mit anderen Blobs kombinieren, sodass sie einen großen Blob ergeben. Also Spielprinzip ist, man muss alle Blobs des Spielfelds zu einer großen Masse kombinieren. Einfacher gesagt als getan, wenn es denn da nicht die berühmten 3 Sterne gäbe, die auf diesem Brett verteilt sind, die man mit den Blobs auch noch okkupieren muss und dann kriegt man die Bestpunktzahl und hat den Level. Den Level hat man so geschafft, aber dann kriegt man eben diese 3 Sterne noch dabei. Das ist das neue Spiel von Cut the Rope Erfinder Zeptolab. Relativ einfach. Also man hat diese Blobs, die unglaublich genial vor sich hin brabbeln. Also ich habe, als ich es gespielt habe, heute Morgen, das ist fantastisch. Ich wollte schon telefonieren mit Leuten, die im Hintergrund die so die ganze Zeit auflassen, weil das ist eine schöne Geräuschkulisse. Die Typen sind einfach cool. Und ich weiß gar nicht, an wie vielen Spielen wir das schon hatten. Die Bewegung der Figuren ist tatsächlich, man schiebt sie immer so über ein Brett. Also man schubst sie an und sie gehen bis zum Rand oder bis zu irgendeinem Hindernis. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das jetzt schon hatten, aber schon ein paar Mal. Da hört man schon direkt, dass es vom Spielprinzip eigentlich nichts Großartiges Neues ist. Es sieht nur ganz gut aus, es ist ganz gut umgesetzt. Und zumindest die erste Welt, ich glaube 24 oder 25 Level, ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt waren, ging mir tatsächlich sehr locker von der Hand und war auch sehr motivierend, es weiterzuspielen. Jetzt du 3 Worte, damit ich das Spiel auch mal anspielen kann. Genau, Publisher, wie du gesagt hast, Zeptolabs, Cut the Rope Fame. Das Ding kostet 89 Cent, ist, ich meine, ich habe es gerade nachgeguckt, nicht für Android erhältlich. Noch nicht, aber kommt. Ist ein, okay, kommt, aber ist zumindest im Moment nicht erhältlich und ist eine Universal-App. Also funktioniert auf iPhone und iPad. Ja, also das Spiel ist heute rausgekommen. Du hast es dir heute ganz kurz was ausgesucht. Da war ich natürlich erst ein bisschen sauer. Nach dem Motto, ach, das ist wieder so ein Ding irgendwie. Okay, die neuen, der Cut the Rope-Nachfolger, mich hat sich den gekrallt. Aber dann dachte ich mir, naja, gut, egal. Was ich damit sagen will, man hat relativ große Erwartungen, genau wie man. Bei Rovio hatten wir es auch, bei dem Amazing Alex, nachdem man, okay, das neue Rovio-Spiel, der Nachfolger von Angry Birds. Genau, und hier ist es halt auch so. Und
das Positive formuliere ich jetzt erstmal, es ist halt unglaublich, und das erwartet man auch, aber toll gemacht, es ist halt unglaublich polished. Also, du hast gerade schon die Sounds erwähnt, die Grafik, also du hast es ja gerade auf, du kannst den ins Auge pieken und dann machen die Augen zu, ja, also reagieren noch auf deine Touches, wenn du ins Auge, genau. Genau, und selbst wenn du sie von dem Board runterschmeißt, das geschieht mit einem satten Sound. Alles an dem Spiel ist wirklich, das merkt man, da sind richtige Könner am Werk. Also es wirkt halt wirklich sehr, sehr rund. Du hast es auch gerade schon in einem Wort angerissen. Jetzt hatte ich halt diese großen Erwartungen und vom Spielprinzip war ich dann ein bisschen enttäuscht. Heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Nein, es funktioniert sehr gut. Die Lernkurve ist sehr, sehr angenehm. Es werden nach und nach neue Elemente eingeführt. Also man könnte sagen, das ist nach dem Lehrbuch des Casual Gamings. Ne? Also man gewöhnt sich dran, dann kommt das nächste, das wird dann erklärt. Da werden wieder, dann wird der, ne, die Level, Schwierigkeitsgrad wird wieder einfacher, dass du mit dem neuen Elementen klarkommst. Dann wird es wieder schwieriger, dann musst du die Elemente kombinieren. Alles super, aber das eigentliche Spielprinzip, das habe ich halt auch schon. Also, ich kann mich jetzt explizit an ein Spiel erinnern auf Java-Geräten auch. Und das wird auch nicht das einzige gewesen sein, was halt dieses, wie du es gerade schon beschrieben hast, dieses Prinzip hat irgendwie. Ich habe ein Puzzle und wenn ich ein Element irgendwie auf ein Brett schiebe, fährt es so weit bis zum Hindernis und dann bleibt es stehen. Und das ist halt. Aller Ehren wert eigentlich, funktioniert sehr gut, in der Machart auch sehr gut, aber man erwartet dann gerade von jemandem wie, deswegen gab meine Einführung von dem Nachfolger von Cut the Rope, erwartet man schon mehr, weil Cut the Rope war halt was Neues. Ja? Da war es halt so ein Physik-Ding, auch geile, richtig geile Grafik, also das erste, was ich bei Cut the Rope gesehen habe, wie hier diese Puddings, die ja halt unglaublich sympathisch und toll sind, war halt da Omnom und man hat den angeguckt und dachte nur so, um Gottes Willen, geht's noch süßer. Hier ist es ähnlich, nur Cut the Rope war halt irgendwie originell. Mit diesem Schneidemechanismus, ne, will ich jetzt gar nicht beschreiben. Also ich war ein bisschen enttäuscht, aber auf wirklich sehr hohem Niveau, um das nochmal direkt zu relativieren. Das heißt, jetzt fehlt dir nichts mehr ein, ich muss hier doch einmal die blöden Geräusche von den Viechern machen. Finde die großartig. Die einfach toll. Könnt ihr den ganzen Tag nur diese Blubblubblub hören. Das ist großartig. So, Schluss. Aus jetzt. Ja, es macht mir Spaß. Und vor allen Dingen, du hast es ganz kurz mit einem Satz gesagt, die Lernkurve ist ziemlich cool. Also, als ich vorhin sagte, man kann so die ersten 24 Level einfach so aus dem Handgelenk schütteln, so ist es wiederum nicht. Also, man kann jeden Level wirklich ruckzuck beenden, aber spätestens ab dem fünften Level, würde ich sagen, muss man schon ein bisschen nachdenken, um alle 3 Sterne zu kriegen. Und das, darum geht es ja eigentlich bei diesem Spiel. Nicht um möglichst viele Level zu machen, sondern tatsächlich um alle Level perfekt zu machen. Ja, ja. Da kommen wir in deine alte 3-Sterne-Liebe zum. Natürlich, ja. Zum Wegen mir sind diese Spiele auch erfunden worden. Ich spiele die ja auch nur. Nee, aber auch wenn ich sonst nicht so der Freund davon bin und mir ist eigentlich total scheißegal, ob ich alle 3 Sterne habe, sondern ich will einfach nur weitermachen. Hier will ich die 3 Sterne haben. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil das Spielprinzip ja im Grunde nichts Neues ist. Ne? Das ist tatsächlich ja, das ist, was man kennt schon, dass es ähnliche Spiele gibt. Und man da tatsächlich sich wirklich auf das Puzzle konzentrieren will. Das hast du auch gesagt, es ist unglaublich polished, ich finde es einfach nur gut, es sieht sehr, sehr schick aus, also gerade wieder auf so High-Definition-Tablets sieht es fantastisch aus. Finde ich gut, finde ich tatsächlich echt gut. Es ist natürlich nicht sowas wie Cut the Rope, ne? Also, nee. Das muss man auch direkt sagen. Also wer da tatsächlich erwartet hat, so jetzt kommt das nächste Cut the Rope und es wird vielleicht nochmal potenziert. Nee, es ist es nicht. Es ist meiner Meinung nach trotzdem ein gutes Spiel. Genau, aber auch nicht mehr. Und da, also, um das jetzt mal nochmal klar zu machen, also man merkt, dass da richtig Könner am Werk sind. Das heißt, im Spiel ist es dann wirklich sehr gut. Also wenn das Spiel so auch noch originell wäre, dann wären es, ich gebe jetzt mal, ne, das wären halt 5 Sterne mit Auszeichnung, weil an jeder Ecke perfekt, sag ich jetzt schon mal vorsichtig, Sound, Bedienung, auch sehr responsiv, solche Geschichten, alles toll, super, Grafik, wie alles, also man könnte vieles in so ein Casual-Lehrbuch schreiben irgendwie, Lernkurven habe ich schon erwähnt, alles super, aber das eigentliche Spielprinzip,
das ist halt irgendwie das Gegenteil von originell, muss man ehrlich ganz fair sagen. Und deswegen wird es keine 5 Sterne kriegen, sage ich jetzt auch mal. Von ja, mir zumindest. 5 Sterne wird es von mir definitiv auch nicht kriegen, aber welche gibst du denn? Welche Sterne? Also nicht welche, okay, sondern wie viel? Also ganz, also um das mal zu sagen, ich hatte es ja heute erst in die Finger bekommen, weil du dich ja umentschieden hast. Und ich hatte ganz zu Anfang, und als ich dann registriert habe, also ja, ich habe es mir angeguckt und die Grafiken haben mich direkt geflasht, Sound cool und so, und dann auch dieses Intro mit dem Pudding, und ich denke so, ah nee, Hintergrundgeschichte und mit dem Pudding, der Pudding will irgendwo hin, und dann habe ich es gesehen und habe dann ne, direkt nach einer Minute gesehen, oh, das ist so ein Spiel wie das und das. Super Slider zum Beispiel hatte ich schon vor Jahren auf dem K800, ja. Ja, dann da war ich schon drauf und dann so, oh nee, jetzt gebe ich, dem gebe ich aber maximal 3. Dann habe ich es natürlich länger in die Hand genommen, habe mich mit den ganzen positiven Eigenschaften, die wir jetzt gerade schon erwähnt haben, irgendwie vertraut gemacht, und die fielen mir auf und haben mich bezaubert auch, ne, diese Sounds, die Grafik, alles toll, dass ich dann gesagt habe, okay, der Pudding hat mein Herz erweicht, da gebe ich dann doch 4, muss aber dann nochmal erwähnen, wenn man, also man muss wissen, ob man auf so ein Spiel steht und noch keins hat, ja, dann kann man sich das auf jeden Fall runterladen, weil da steht, wird auch schon wieder angeteasert, es kommen neue Level. Ich glaube, es gibt jetzt schon irgendwie 60 oder so oder mehr. Und es kommen mehr. Da habe ich keinen Zweifel dran, weil ich glaube, bei Katalog war es ähnlich. Aber wenn man solche Spiele schon hat, irgendwie 4, 5, dann braucht man es vielleicht nicht. Also man braucht wirklich keinen Nachfolger von Cutthroat erwarten, spielerisch. 4. Spielerisch 4, also 4 Sterne. Nicht die Note 4, nee, also, sondern 4 Sterne. Genau, richtig. Also ja. 4 Sterne, genau. Ja, mir hat es auch gefallen. Es ist, ja, jetzt nichts besonders Innovatives, aber 4 Sterne ist es allemal. Wenn es innovativ gewesen wäre, dann wäre es nicht das Spiel. Insofern weiß ich nicht, ob ich dann mehr gegeben hätte. Ich finde es gut. Also es unterhält mich sehr und es macht Spaß. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache an dem Spiel. Egal, ob es jetzt großartig innovativ ist. Ich habe noch nicht so viele Spiele davon auf dem Tablet oder auf dem iPhone selbst gehabt. Insofern ist okay, auch wenn ich weiß, dass es eben nichts Neues ist. iPhone muss man vielleicht noch zu sagen, ich habe es heute Morgen primär auf dem iPhone gespielt. Hat sich absolut genauso gespielt. Die kleine Fläche stört gar nicht. Es ist das, was du auch gesagt hast, es ist in jeder Hinsicht responsive. Es klappt alles super, da hakelt nichts, da stockt nichts, da sind keine Finger im Weg, da sind keine virtuellen Kontrollen oder sowas. Finde ich rund. Solide 4 Sterne. Genau. Und bei allem, ja, Mäkeln, was ich zumindest habe anklingen lassen über die wenige Originalität. Ich möchte noch mal erwähnen, 89 Cent und ein sehr, sehr, sehr ausgereiftes Produkt an allen Ecken und Enden. Insofern. Ne? Und das wenig zeigt Geld. Sich trotzdem mal wieder, dass so seltsame Hintergrundgeschichten, komische Namen, wobei du ja selber nachst, der Name ist jetzt nicht so der große Wurf, knuffige Grafik und komisch blabbernde Helden doch immer wieder für einen Erfolg herhalten können, ne, oder? Ja, Moment. Also ich habe das jetzt über einen Kamm geschert, weil ich nicht zu lang reden wollte. Aber Fakt ist halt nicht nur das, also wie gesagt, Kritikpunkt, Game Design oder sagen wir mal das Spiel an sich, Spielmechanik an sich, nicht originell, okay. Aber ansonsten ist nicht nur Blubbern und Eye Candy, sondern das, was es liefert, ist halt auch, wie wir auch gerade schon erarbeitet haben, funktioniert sehr gut. Und das Level-Design ist auch sehr gut. Also ja, die Puzzle, machen Spaß. Ja. Es ist halt nur nichts Neues. Schön fand ich tatsächlich auch, als man dann in den zweiten Abschnitt kommt, wo man dann denkt, okay, jetzt hat man alles gesehen, jetzt ändern sich nur noch irgendwie die Hintergrundfarben, dass dann tatsächlich erstmal ein neuer Pudding-Typ vorgestellt wurde. Ne? Also das hat mich auch überrascht, dass dann noch relativ spät im Spiel noch weitere andere Kontrollmechanismen dazukommen. Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich nur gut. Wieso spät? Also, es mag zwar von der reinen Menge viel sein, aber es ist das zweite Level-Pack von jetzt erst noch 3. Ich gehe davon aus, wenn das halbwegs erfolgreich wird, wird es am Ende 10 oder so haben. Ja gut, aber jetzt ist es dann spät. In der Hälfte des Spiels noch, ne? Ja, aber innerhalb von 20 Minuten erreichbar vermutlich. Aber das meine ich halt mit diesem goldenen Handbuch des Casual-Spielens, dass dann, wie gesagt, neue Elemente reinkommen. Man gewöhnt sich an die ersten, dann kommen die neuen, dann muss man sich an die neuen gewöhnen und dann werden die mit den ersten kombiniert und das wird bestimmt so weitergehen. Ja, also die können es definitiv. Das merkt man dem Spiel auch jeder Sekunde an. Tja, siehst du mal. Dann kann man doch nur sagen, das warst du. Frohe Weihnachten. Das, ja. Aber das darf man gar nicht vorher wünschen, oder? Weiß ich nicht. Nicht.
Keine Ahnung, war das nicht immer so? Das war mein Geburtstag, ne? Keine Ahnung. Egal. Wir sind aber durch. Wir haben 4 Apps. Sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ja. Dann sag's. Nee, ich wollte nur sagen, also ich weiß nicht, wie viele Leute den nächsten Quapcast hören, aber zumindest alle Leute, die nach diesem Quapcast sagen, nö, Quapcast ist das bessere Produkt, ich höre den nächsten Quapcast nicht. Also Leute, die wir vorher nicht erreichen, denen würde ich schon gerne frohe Weihnachten wünschen. Ja, dann tust du das. Also okay, also eben hört ihn vor Weihnachten, dann können wir euch freuen. Oder am besten am Heiligabend. Schön, während ihr aufs Christkind wartet, hört ihr euch den Quapcast an. Mit 4 tollen Titeln, die ihr dann direkt ausprobieren könnt. Finde ich super. Vielleicht kriegt ihr auch ein Smartphone, ein Tablet oder was auch immer geschenkt und könnt sie dann richtig genießen. Könnt dann Oma, Opa, Tante, Onkel, Mutter, Schwester, Bruder allen das zeigen. Und genau, habt ihr es gesehen? Bei uns. Erstmal der Oma schön Into the Dead in die Hand drücken. Ist natürlich das Weihnachtsspiel überhaupt, ja. Mhm. Absolut. Okay, vielleicht nicht ganz so passend, aber dann kann man eine Runde Minigolf spielen und alle freuen sich dann wieder, während die Oma wiederbelebt werden muss. Wir sind ja durch, aber du hast wie immer noch was zu sagen. Ein Sicherheitshinweis, ja, also, an alle. Genau, das ist gut. Ein Sicherheitshinweis, wie man gut über die Feiertage kommt, weil, wenn man mal ehrlich ist, ich habe es gerade am Anfang schon erwähnt, das wollte ich mir eigentlich für den Schluss aufheben. Du sagst, du bist immer bei Verwandten und so. Selbst bei Verwandten zu sein an Weihnachten ist kein Grund, nicht immer zu spielen und nie aufzuhören. Gerade mit den Mobile Games geht das sehr gut. Und Leute, die Zeit haben, sollten spielen. So. Hat mich jetzt schwer beeindruckt, diese Rede. Du solltest amerikanischer Präsident werden. Nicht? Auch gut, okay, na, dann ist egal. Ich beschäftige mich ja lieber mit dem Thema Spielen als mit dem Thema Waffengesetze oder so. Insofern lasse ich das mal lieber. Genau. Wir sehen uns im neuen Jahr hoffentlich wieder. Bleibt uns gewogen. Nächste Woche gibt es den normalen Quapcast, dann wieder Quapcast. Wenn die Welt nicht untergeht, um den Spruch jetzt auch nochmal wieder reinzubringen. Also genießt es. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und guten Rutsch muss man ja auch schon direkt wünschen. Ne? Also alles Gute. Ach, jetzt? Ja, natürlich. Endzeitstimmung hier in jeder Hinsicht im Quapcast. Also, 2013 wird ein tolles und mobiles Jahr. Vielleicht sollten wir uns schon verabschieden, falls es wirklich untergeht. Dann gibt es das Leben nach dem Tod, wo wir dann, weiß ich nicht, per Telepathie unsere Sachen machen. Nein. Ich habe keine Ahnung. Tschüss. Adios.